Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Retro-Let's Play von Final Fantasy VII. Wir sind in den Slums und haben Tifa kennengelernt, durften in ihrem siebten Himmel übernachten und haben unsere Kohle auf den Kopf geworfen. Wir sind im Grunde pleite. Doch nicht ganz, denn nachdem ich gestern ausgemacht habe, dachte ich mir, ja, das eine Rüstungsteil wäre schon schön. Ja, darum habe ich noch ein paar Monster verkloppt, um genug Kohle hinzukriegen, um zwei dieser netten Armreife zu kriegen. Einen davon kriegt jetzt Tifa, den anderen hat schon Cloud, wie ihr hier seht. Und nun würde ich sagen, verteilen wir mal unsere Materia, was wir haben. Also, Cloud ist ja eher so ein blitziger Typ, darum würde ich sagen, der kriegt Gewitter plus die alle. Weil wir gehen ja in den Makro-Reaktor, da werden wahrscheinlich ein paar Maschinen auf uns lauern. Des Weiteren werden wir ja relativ viel mit Cloud spielen, darum würde ich sagen, die Genesung wäre auf alle Fälle nicht schlecht und weiter geht's. Barret ist immer ziemlich temperamentvoll, darum er ist ein hitziger Typ. Und Tifa ist zwar nicht kalt, aber wir haben nur mehr die Kälte, also kriegt sie Eis. Und sie wird primär unsere Heilerin werden, denke ich mal, darum Genesung. So. Wir haben, wie ihr seht, jede Materie verbraten und würde sagen, genug gequasselt, wir legen los. Schaffner, wir können abfahren. Hey! Das ist kein Privatwaggon. Mach den Abgang. Ah, schon wieder, Rowdies. Was ich immer für ein Glück habe. Hast du was gesagt, Alter? Und wo sind die Leute hin? Hey, schaut euch das an. Plötzlich ganz leer geworden. Wie das? Oh, Mist. Es ist deswegen Typen wie dir leer. Ah, hast es doch gehört. Avalanche hat neue Bombenanschläge angekündigt. Nur treue Angestellte wie ich fahren an so einem Tag nach Midgar. Du arbeitest für Shinra? Shinra Manager, ich lasse mich nicht durch Gewalt abhalten. Und meinen Platz gebe ich dir auch nicht. Barret? Ah, Scheiße. Du Glücksbitz. Und was tun wir jetzt? Wie kannst du nur so ruhig sein? Du machst mich völlig fertig. Sieht aus, als wären sie mit dem Rangieren fertig. Wir fahren endlich los. Ui, ganz schön holprig hier. Und was ist unser nächstes Ziel? Ha, hört euch mal diesen Wichtigtuer an. Okay, ich erzähle es euch. Tessie hat wahrscheinlich schon erwähnt, dass es auf der oberen Platte eine Sicherheitskontrolle gibt. Mit diesem Ausweiskontrollsystem werden alle Züge überwacht. Shinra ist ziemlich stolz darauf. Wir können unsere gefälschten Ausweise nicht mehr benutzen. Guten Morgen und willkommen bei der Midgar Bahngesellschaft. Ankunft in Sektor 4 um 11.45 Uhr. Das bedeutet, wir haben nur noch 3 Minuten bis zur Ausweiskontrolle. Okay, in 3 Minuten springen wir aus dem Zug. Alles klar? Cloud, komm her. Lass uns mal einen Blick auf den Schienennetzmonitor werfen. Ah, den kenne ich doch schon. Bist du der Einzige, der mich besucht und mit mir redet? Ich bin beeindruckt. Ja, immer wieder. Hey, du, Neumann kluger Super Soldier. Du kennst die Gegend um Reactor 5, oder? Dann lass mal deine Erklärung hören. Okay. Keine Erklärung, tschüssi. Alles in Ordnung. Mann, oh Mann. Damit kann ich meine Arbeit allmächtig angeben.
Tschüss, Sir. Hm? Sieht aus, als hättest du das schon gesehen. Ist schon gut. Komm ein bisschen näher. Oho. Mist. Das ist komisch. Der Ausweiskontrollpunkt müsste ein wenig weiter unten sein. Sicherheitsalarmstufe A. Nicht infizierte Passagiere entdeckt. Alle Waggons werden kontrolliert. Wiederholung. Sicherheitsalarmstufe A. Nicht infizierte Passagiere entdeckt. Alle Waggons werden kontrolliert. Was ist los? Was geht hier vor? Wir sitzen in der Patsche. Ich erkläre später. Schnell, in den nächsten Waggon. Ah, Scheiße. Jemand hat's vermasselt. Nicht infizierte Passagiere in Waggon 1. Verriegelung wird vorbereitet. Nichts wie weg, aber Dalli! Waggon 1 verriegelt. Übergang zur Alarmstufe 2. Schnell! Die verriegeln gleich die Tür. Sperrung wird vorbereitet. Lauf einfach! Geh zu Plan B über! Ja. Laufen! Waggon 2 verriegelt. Übergang zur Alarmstufe 3. Und? Alles klar? Noch nicht. Sie beginnen mit einer neuen Kontrolle. Wenn wir erwischt werden, sind wir erledigt. Aber keine Angst. Wenn wir immer einen Waggon weiter nach vorne gehen, müssen wir es schaffen. Nicht identifizierte Passagiere auf dem Weg nach vorne. Aufenthaltsort wird ermittelt. Oh, komm schon, Typ. Weg da! Waggon 3 verriegelt. Übergang zur Alarmstufe 4. Ach komm! Waggon 4 verriegelt. Übergang zur höchsten Alarmstufe. Alles klar. Wir haben es geschafft. Ja. Ja, dann. Komm, wir machen hier einen Absprung. Ich sehe mich nicht. Moment. Kann ich mit jemandem hier reden? Ja, Mitch. Rate mal, wer ich bin's. Mitch. Scheint geklappt zu haben. So. Ich bin's, Jesse. Wie sehe ich aus, Cloud? Sehe ich nicht, sehe ich in einer Shinra-Uniform gut aus? Nicht jetzt. Denk jetzt lieber an die Mission. Ah, du hast recht, entschuldige. Gruselige Kuh. Jetzt ist es zu spät, sich zu viele Gedanken zu machen. Warum bist du überhaupt mitgekommen? Weil... Hey, ihr beiden. Dafür ist jetzt keine Zeit. Ja, wir hauen ja schon ab. Hey da, wir haben keine Zeit mehr. Mach schon! Na gut, ich habe mich entschieden. Pass gut auf, ich werde springen. Ist es dir recht, wenn ich zuerst gehe? Der Anführer bleibt immer bis zum Ende. Kümmere dich nicht um mich, geh nur. Mann, pass auf, dass du deine Nägel nicht abkaust. Das ist nur der Anfang der Mission. Bye. Bis später. Kümmert euch um den Rest. Gut. Soweit läuft alles nach Plan. Findest? Bleibt unbedingt wachsam, bis wir am Reaktor von Sektor 5 sind. Bex, Wedge und Jesse haben alles vorbereitet. Also, los! Der Reaktor ist am Ende dieses Tunnels. Aha. Aber nur so nebenbei. Bist du sicher, dass alles nach dem Plan verläuft? Sieht nämlich nicht danach aus. Ja, könnt ihr den Scheiß lassen? Toll.
Barrett und Diff schaffen nicht mal einen Mob alleine. Toll, klaut nun auch nicht. Attacke! Oh yeah. Ah gut, nehmen wir natürlich mit und weiter geht's. Diese Lichtstrahlen sind Shinras Sicherheitssensoren. Wir können nicht weiter. Das ist ein ganz schön kleines Loch. Und da soll ich mich hineinquetschen, um unter die Platte zu kommen? Kommt nicht in Frage. Hey, Cloud, was hast du vor? Ich guck mal hinein. Im Rohr scheint kein Hindernis zu sein. Wir müssen glatt durchkommen. Wenn wir dieses Rohr hinunterkriechen, werden wir nicht mehr hier herauf zurückkommen. Beeil dich, die Wachen werden uns entdecken. Cloud, du musst los. Ja, ja. Verdammt, das Ding macht mir Angst. Tschüss, Sir. Oh, cool. Geht da. Und Gegner. Ach, die machen wir schnell kalt. Easy. Ah, ihr seid doch keine Gegner, Herst. Ihr seid einfach nur Opfer. Und einen Trank, den nehmen wir natürlich. So, mir fällt wieder auf, das Händchen fehlt. Ich weiß es wieder. Und hopp. Und runter mit uns. Uiuiuiuiuiui. Da ist keine Truhe, da ist Wedge. Schauen wir mal kurz zu Wedge. Raketenwerfer. Guter Treffer, Tiffer. Das lief ja geschmeidig. Juhu, Wedge. Cloud, hier entlang. Zum Reaktor geht's diese Leiter nach oben. Aha, dann gehe ich die jetzt nicht nach oben. Moment. Wenn's die nach oben geht, was ist denn dann mit der da? Ja, war klar, dass uns noch Gegner erwischen werden. Ernsthaft, Diffa? Nickerchen? Jetzt im Kampf? Die Fische halten ganz gut aus erst. Also die halten echt gut aus. Sterbt endlich hier, was ist denn los? So, jetzt da hoch. Wisst ja, Rollenspiel, man muss jeden Weg erkunden. Es geht gar nicht anders. Hi, Jessie. Tut mir leid. Das Problem mit dem Ausweis im Zug war mein Fehler. Ich hatte einen besonderen Ausweis für dich gemacht. Mein Fehler. Ich habe mir solche Mühe gegeben, aber ich habe versagt. Das nächste Mal liefere ich was Besseres. Ich laufe zurück zu meinem Labor im Versteck und arbeite daran. Aha. Nächstes Mal, Jessie. Keine Ahnung, ich jetzt mal den lang. Okay. Wir ziehen uns jetzt zurück. Wir treffen uns im Versteck. Cloud, wir verlassen uns darauf, dass du den Reaktor in die Luft jagst. Aha, okay, das wäre der richtige Weg gewesen. Das heißt aber im Klartext, dass das ein Haufen Gegner sind. Die andere Leiter müsste jetzt die von Wedge sein, oder? Mal gucken. Wir können ja alles gebrauchen, was es gibt. So. Mist. Wäre fast ein Perfekt gewesen. Komm nur fast. So.
So, so. Wo kommen wir da jetzt raus? Ja, ja, perfekt. Dann wieder hoch und wieder zum Speicherpunkt. Hallo, meine Gegner. Ich will eigentlich nicht angreifen mit denen. Mach mal abwehren. Ja. Limit raus, stützen wir für den nächsten Gegner. Da ist es sinnvoller. So. Dann mal zaubern. Defachchen. Heilung auf Defa. Perfekt. Rest ist ja relativ hoch. So, das Zelt haben wir geschnappt. Brauchen wir aber im Grunde nicht nutzen. Wir speichern einmal schnell. Und gehen weiter. Hui. Ich glaube, da ging es runter. Ui. Was für eine Rutschpartie. Ja, dafür habe ich mich doch ein Limit Rage eher aufgehalten. So. Und Fireball. Verreckt endlich. Danke. Gut, ja mal Zeit hier. Und weiter. Und ab. Und abwärts. Nichts. Ups. Einmal falsche Richtung gelenkt. Au. Aha, daneben. Spürt meinen Blitz. Ach komm schon, nicht verfehlen hier. War zwar nicht super gut, aber war okay. So, den Speicherpunkt hier nutzen wir erst das nächste Mal. Ach komm. Gift bleibt in dem Spiel erhalten, hä? Erinnere ich mich da richtig? Nö. Okay. Dann falsch erinnert. Uiuiui, Heilung kostet ganz schön viel Mana. Aber gut. Papa! Sephiroth! Sephiroth hat dir das angetan, oder? Sephiroth! Soldier! Shinra! Makroreaktor! Ich hasse sie alle! Verdammt, Mann! Reiß dich zusammen! Alles klar? Diffa. Nein, vergiss es. Wir müssen weiter. Okay. Bombe scheint gelegt. So, diesmal nehmen wir den Speicherpunkt aber mit. Man kann nie zu wenig speichern. Aha! Ist kein Angriff mehr von hinten. Ich habe mich umgedreht. Mist! Mist! Hört auf zu verfehlen, Mensch! Och, komm! Was ist denn los mit euch? Kein Zielwasser getrunken, oder wie?
Na gut, wenigstens verfehlen die Gegner hin und wieder auch. Oh yeah. Und weiter geht's. Naja, haben wir ja schon fast wieder 1000 Gil. Ach, reich werden wir wohl nicht. So, und weiter. Und hier hoch. Und hier rüber. Kommt, Jungs, macht Schaden hier. Sehr schön. Und die Beine in die Hand. Und lauf, und lauf, und lauf, und lauf, und lauf. Knopf drück. Wie der immer so schön steht, Schalter ein. Oh, Kiste. Oh, geil, Ether. Jesse hat es gesagt, wir müssen alle auf einmal die Taste drücken. Ups. Geht nicht, probieren wir es nochmal. Eieieiei, das Timing, Leute. Einfach nur mies. Und Gegner. Aua! Also ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber wenn mich ein Maschinengewehr anschießen würde, ich würde, glaube ich, nicht mehr stehen. So. Und weiter geht die Luzi. Ja, den brauchen wir jetzt nicht. Alle 5 Meter einen Speicherpunkt, das ist halt geil, aber nicht nötig. Hier entlang. Genra-Soldat. Was zum Henker geht hier ab? Eine Falle. Präsident Genra. Was macht der Präsident hier? Ihr seid also... Wie war das noch gleich? Avalanche, merk's dir gut. Und du bist Präsident Shinra, wie? Lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen? Oh, du. Du bist der, der von Soldier zu Avalanche gewechselt ist. Ich sehe es an deinen Augen, dass du mit Mako in Berührung gekommen bist. Sag mir, Verräter, wie heißt du? Cloud. Verzeih die Frage, aber ich kann mir nicht jeden Namen merken, außer aus dir wird mal ein neuer Sephiroth. Ja, Sephiroth, er war genial. Vielleicht zu genial. Sephiroth. Das ist mir völlig schnappe. Bald geht hier alles mit einem Riesenknall in die Luft. Geschieht euch allen recht. Was für eine Verschwendung von teurem Sprengstoff. Um Ungeziefer wie euch loszuwerden. Ungeziefer? Ist das alles, was dir einfällt? Ungeziefer? Ihr Shinra seid die Ungeziefer, die den Planeten umbringen. Du bist das Oberungeziefer, also halt die Klappe. Ihr fangt an, mich zu langweilen. Ich habe viel zu tun. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss zu einem Bankett. Bankett? Mach keine Witze. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe euch allen einen Spielkameraden besorgt. Was ist das für ein Geräusch? Ach du Scheiße! Darf ich bekannt machen, Airbuster, ein Technosoldat. Er stammt aus unserer Abteilung für Waffenentwicklung. Ich bin sicher, dass die Daten, die er euren Leichen entnehmen wird, für unsere zukünftigen Experimente sehr nützlich sein werden. Technosoldat? Also, wenn ihr mich entschuldigt. Halt, Präsident! Hey, Cloud! Wir müssen was gegen den machen. Hilfe, Cloud! Ist das ein Soldier?
Nein, es ist nur eine Maschine. Ist mir egal, was es ist. Ich werde es fertig machen. Ja, also sicher bin ich mit oder nicht, aber okay. Barret, Angriff, Cloud, Blitz, Diffa, Angriff. Ausführung von Programm 1. Großer Bomber. Oh oh. Wow! Diffa, du brauchst Heilung. Hinteres Gewehr. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Heilung auf Diffa. Blitz auf ihn. Großer Bomber. Oh oh. Oh, zum Glück auf Barret. Heilung. Aber sie heilt echt gut. Ja, ja, Gegenangriff. Bis den. Mist. So langsam. Da kommt wieder ein großer Bomber. Okay, Barret hat ein Limit. Den kriegen wir sicher noch rein. Das ist kein Problem. Oh oh. Das war's? Eine Lusche! Hallo, Titanreif. Wow! Es wird explodieren! Komm, Diffa, weg hier! Barret, kannst du nichts tun? Absolut nichts. Cloud, du darfst nicht sterben, bitte. Es gibt so viel, was ich dir... Ich weiß, Diffa. Hey, wirst du es schaffen? Ich bleib cool. Ich weiß nicht, ob ich schaffe. Mist, ich kann mich bald nicht mehr... Schnell, Barret! Hör auf, wie ein Weib zu heulen. Ich kann's nicht... Ich kann nichts für dich tun. Hilf dir selbst. Barret! Okay, bis später. Alter, diese Fluganimation. Ein wahrer Traum. Bist du okay? Kannst du mich hören? Ja. Damals bin ich fast ohne Kratzer davongekommen. Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Kannst du aufstehen? Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Mach dir keine Gedanken. Sorg dich jetzt nur um dich. Kannst du dich bewegen? Ich versuch's. Oh, er hat sich bewegt. Wie steht's damit? Ganz langsam, eins nach dem anderen. Hallo? Hallo? Ich weiß. Hey, wer bist du? Hallo, hallo. Alles okay? Das ist eine Kirche in den Slums von Sektor 5. Du fielst plötzlich runter, hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ich bin abgestürzt. Das Dach und das Blumenbeet haben deinen Sturz wohl gebremst. Du hast Glück gehabt. Blumenbeet? Oh, deins! Tut mir leid. Ist nicht schlimm. Die Blumen sind sehr widerstandsfähig. Das ist ein Sonderort hier. Es heißt, dass in Midgar weder Gras noch Blumen wachsen. Aber aus irgendeinem Grund blühen sie hier. Ich liebe diesen Ort. Okay, bevor wir uns aber mit dieser netten Dame unterhalten, machen wir für heute aber Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao!